Mit erstmal dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall schon mal wieder Steine haben. Aber jetzt ziehe ich hier den ab. Der geht schon mal hier aufs Feld. So, wie schaut's aus? Wir haben auch wieder ein bisschen Fisch gesammelt. Nicht so viel, aber das passt schon. Leder 9. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch. Kann ich hier nochmal her? Genau, jetzt ziehen wir wieder Fischer ab. Auf 3. Bauern. So. Förster ein, Holzhacker alle 3. Dann geht's schon ziemlich schnell. Jäger nehmen wir einen weg. Mache ich das hier noch irgendwie, dass ich hier noch Sachen Leute arbeiten lasse. Wir haben halt momentan genug Nahrung. Hühnerfleisch, Eier, Beeren, Fisch. Wir haben jetzt keine, ja, das sind sogar Zwiebeln. Wir haben jetzt nicht das Problem, dass die Nahrung unausgewogen wäre. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Bewohner nicht zufrieden sind oder dass es ihnen nicht gut geht. Hier, durchschnittliche Gesundheit der Siedler. Woran liegt es? Hier bat sich die jetzt noch hin. Die dürfen jetzt was bauen. Was bauen wir denn da hin? Machen wir noch eine Viehweide hin. So. Reicht eigentlich als Viehweide. Dann baue ich hier nochmal ein Feld hin. Obwohl, ja, das lasse ich erstmal. Und dann nehme ich mir jetzt hier einen Weg. Ziehe den schon mal bis hierher. Steinvorräte, ja, ja. Spannt euch mal hier. Steinlimit, what the fuck? Sonst noch irgendwelche Wünsche? Haben wir bei Holz auch so ein lustiges Limit? Ist ja lächerlich. So.
Das heißt, wir müssen jetzt hier das Gebäude entfernen. Das war das hier. Und Terrain flattened. Das heißt, ich ziehe jetzt hier. Ach, ich bin dumm. Steinweg. Hier hoch. Gerharding. Förster machen ihren Job auf jeden Fall auch gut. Ich ziehe jetzt auch hier nochmal einen Weg hoch. Weil ich meine, das können wir auch noch nutzen hier hinten. Und jetzt. Jetzt ernst. Ich finde, die brauchen jetzt auch mal eine Schule. Und ein Krankenhaus ist auch immer gut. So. Dann haben wir momentan einen positiven Weg hier. Weizen, Fisch. Also Essen ist auf jeden Fall genug da. Eisenwerkzeug ist genug da. Ressourcen haben wir nur mit Stein ein Problem, aber da haben wir jetzt einen Steinbruch. Müssen wir jetzt auch langsam dann mal zu Potte kommen. Ja, gut. Und dann bauen wir auf jeden Fall eine Kräutersammelhütte. Die würde ich auch noch hier mit anbauen. Denn sie hilft. Kräutersammler. So. Das geht auch vollkommen in Ordnung. Dann hatten wir hier doch irgendwo... Medieval Bakery Residence. Da würde ich ganz gern was machen. Aber ich würde ganz gern auch jetzt mal das hier ausprobieren. Das neue Haus. Also in Anführungszeichen neu.
Ich weiß nicht, wie viel Platz man dafür braucht. Dürfte eigentlich jetzt nicht großartig was Spezielles sein. Hoffe ich zumindest. Bakery, und was macht die? Also sie backt wahrscheinlich, aber was bringt mir das? Coal Silo. For the storage of coal only. Use for the storage of grain only. Was ist denn Grain? Is used for storage of fruits and vegetables only. Evil Windmill. Evil Watermill. Das ist doch übelst cool. Da kann ich mir jetzt eine Windmühle nehmen. Und tatsächlich eine Windmühle hinbauen. Geil. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man die Sachen drehen kann. Ach so, jetzt geht's auf einmal. Sorry, ich hab die Kamera verstellt, ich weiß. Ja, mal kurz. So. Hier kann ich auf jeden Fall Milky Cows. Schafe, damit kann ich auf jeden Fall neue Kleidung machen. Milky Cows habe ich halt Milch. Ich gehe mal auf Milky Cows. Und dann stecke ich da mal einen Arbeiter rein. Wenn ich das darf. Wo sind die denn? Noch mal ein Förster weniger. Und ein Viehhirten mehr. Der darf sich jetzt um Milchkühe kümmern. Ach ja. Hier entstehen Windmühlen. Immer noch null Ertrag, weil die Bäume immer noch zu klein sind. Naja. Ich würde sagen, mit den paar Folgen jetzt, die ich jetzt aufgenommen habe, habe ich euch bestimmt schon mal einen ganz guten Eindruck gegeben. Hier kann man auch noch mal ein bisschen weiter rauszoomen, sieht man ungefähr so das Ausmaß, was wir bis jetzt geschafft haben.
Und ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass wir uns bald wiedersehen, wenn ich dann wieder mal Bändestoff aufnehme.